Sehr geehrte Damen und Herren, wir in Deutschland leben in einem freien und rechtsstaatlichen Land. Uns ist dieser Vorteil, diese Lebensqualität, häufig gar nicht richtig bewusst. Wir beschweren uns aktuell schon, wenn wir im Supermarkt eine Maske aufsetzen müssen. Dabei leben Menschen in vielen Staaten dieser Welt in Unfreiheit. Sie können weder ein Gericht anrufen, noch in den sozialen Medien ihre Meinung frei äußern. Fernsehen und Zeitungen werden kontrolliert und die Staatsmacht geht gegen Andersdenkende und Andersgläubige mit Polizeigewalt und unfairen Verfahren vor. So zum Beispiel in China, Nordkorea, aktuell in Belarus oder auch im Iran. Dort herrscht die Unterdrückung durch das Mullah-Regime jetzt schon 40 Jahre. Frauen werden unterdrückt, Andersdenkende verfolgt, gefoltert und umgebracht. Die Todesstrafe, die wir in der Bundesrepublik Deutschland 1949 nach den furchtbaren Erfahrungen der Nazi-Barbarei durch unsere Verfassung abgeschafft haben, wird im Iran gegen politische Gefangene nach wie vor eingesetzt. Gerade wir Deutschen dürfen nicht wegschauen, wenn Menschen unterdrückt, verfolgt, gefoltert oder gar getötet werden. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass bereits verhängte iranische Todesurteile nicht vollstreckt und die Todesstrafe auch endlich in diesem Land abgeschafft wird. Auch die Menschen im Iran haben das Recht, in einem freiheitlich und demokratischen Staat zu leben und ihre Zukunft zu gestalten.